Die Grippewelle ist im Anmarsch. Der grippale Infekt schon voll im Gange. Wo liegt denn der Unterschied? Der wesentliche Unterschied zwischen diesem grippalen Infekt und der Grippe ist die Schwere der Erkrankung und dass man sich gegen den grippalen Infekt nur durch Stärkung der Abwehrkräfte schützen kann, während hingegen bei der Grippe, bei der echten Grippe, bei der Influenza, wie sie auch heißt, gibt es eine Schutzimpfung. Seit Ende Oktober kann man sich nun also gegen die Influenza impfen lassen. Mit der Grippewelle selber wird erfahrungsgemäß Anfang des kommenden Jahres gerechnet. Wie kann man sich aber vor dem grippalen Infekt schützen? Wichtig ist, dass man schaut, dass seine Abwehrkräfte stärkt. Das Immunsystem stärken ist der beste Schutz gegen eine Erkältung. Das bedeutet einmal zuerst viel frische Luft, Bewegung an der frischen Luft, sich gesund ernähren, viel Obst und Gemüse, schauen, dass man immer warm hat, dass man vor allem auch warme Füße hat, dass man den Kopf bedeckt hat, wenn man rausgeht, also nicht kalte Stirn, kalte Ohren. Und wenn man zusätzlich sich noch unterstützen will, kann man natürlich beispielsweise Vitamin C oder Multivitaminpräparate nehmen. Aber im Normalfall, wenn man also wirklich sich ausgewogen ernährt und oft Obst und Gemüse isst, mindestens 4-5 Mal am Tag, dann braucht man eigentlich auch keine zusätzliche Vitaminsubstitution. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Apotheker-Homepage. Manchmal kommt aber jede Hilfe bzw. Vorkehrung zu spät. Was kann man tun, wenn man die ersten Anzeichen für einen grippalen Infekt spürt? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten ist, man lässt sich in der Apotheke beraten, weil wir stellen immer individuell für jeden einen persönlichen Cocktail unter Anführungszeichen zusammen. Und was sagt der Apotheker zu der Binsenwahrheit? Mit Medikamenten dauert eine Erkältung eine Woche und ohne 7 Tage? Die stimmt.